Augsburg ist Sportstadt und daran hat auch Gott sei Dank Corona nichts geändert. Trotz widrigster Umstände haben im vergangenen Jahr eine ganze Reihe von Wettkämpfen stattgefunden und die Augsburger Sportlerinnen und Sportler haben Höchstleistungen erbracht. 36 von ihnen möchten wir gerne mit der Sportlerehrung ehren. Leider nicht hier im Goldenen Saal, in echt, live und in Farbe, sondern nur digital. Aber es ist uns einfach wichtig, dass wir diese Sportlerehrung nicht einfach ausfallen lassen. Herzlichen Glückwunsch an Sie alle. Und an dieser Stelle auch noch ein großes Dankeschön an unsere Sportvereine. Ohne Sie würden solche Höchstleistungen überhaupt gar nicht zustande kommen. Ohne Sie würde viel Freude, Spaß und Bewegung in der Stadt fehlen. Vielen Dank für dieses vor allem ehrenamtliche Engagement. Und ich hoffe darauf, dass wir uns nächstes Jahr hier im Goldenen Saal zur Sportlerehrung wiedersehen. Liebe Sportlerinnen und Sportler, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Sportvereine, liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, eigentlich hätten wir uns heute hier im Goldenen Saal versammelt, um Sie, 36 Sportlerinnen und Sportler, zu ehren, die im vergangenen Jahr besondere herausragende Leistungen vollbracht haben. Leider ist es nicht möglich. Es ist sehr, sehr beeindruckend, dass selbst unter so schwierigen Rahmenbedingungen so viele herausragende Sportlerinnen und Sportler mit dieser Ehrung ausgezeichnet worden wären. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie so beeindruckend auch in so schwierigen Rahmenbedingungen Ihren Sport nach draußen gebracht haben. Das gilt sowohl für den Spitzensport als auch für den Breitensport, der auf ganz besondere Art und Weise die Stadtbevölkerung jenseits der rein Sportinteressierten in Bewegung hält. Ich freue mich persönlich ganz, ganz besonders darauf, dass wir uns 2022 hier im Goldenen Saal sehen werden, zusammen mit der Oberbürgermeisterin, die Ihnen dann die Urkunden und die Preise überreichen wird. Herzlichen Dank.